Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2016, vierte Folge unserer Karriere. Und ihr seht, jetzt sind, oder zumindest ist erstmal das angekommen, minus 6 Kilo Chassisgewicht. Klingt doch gut, kann ja nur helfen. Und Luftwiderstand ist auch angekommen. Minus 2,6% CW-Wert wahrscheinlich. Ja. Und was steht da? Die vom Reifenprofil erzeugte Turbulenz kann durch effektivere Luftleitbleche verringert werden, was zu einer Reduktion des Luftwiderstands führt. Okay. Frontflügel. So, Laptop. 212 Entwicklungspunkte haben wir im Moment. Und ja, wie gesagt, wir wollen ja hier auf. Wir wollen uns das kurven hier, 300 für 350. Da müssen wir halt ordentliche Arbeit leisten im Training. Und ich würde sagen, gehen wir zum Training. Deswegen sind wir ja hier. Ich werde das Ding nicht mal überspringen hier, dieses Intro. Willkommen in der Wüste von Bahrain, wo aktuell der Formel 1 Rummel stattfindet. Wir rechnen damit, dass die Wagen jeden Moment auf die Strecke gehen werden, um das heutige Training zu starten. Wie in echt, logischerweise. Ich bin wieder mit Stefan Römer. Jetzt kommt wieder hier Stefan Römer. Sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Gut, wenn wir jetzt mal in das Ding einsteigen und mit dem Ding hoffentlich... Ich habe mit Chris über die neuen Teile gesprochen und wir sind froh, dass sie sich gut einbauen ließen. Glück haben, macht sich die Verbesserung bemerkbar. Also probieren wir es mal aus. Ja. Ich weiß es jetzt auch immer eben noch nicht, ob dieses orange Streifen, ob dieser schon was bewirkt hat. Ich schätze nicht, es wäre auf jeden Fall realistischer, wenn das nicht gemacht hätte und das würde jetzt auch noch besser sein, weil da wird man wirklich ab jetzt erst was vom Update merken. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Mach ich schon. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. So, wenn wir diesmal so machen. Zacki. Das hat mir echt gefallen hier. Machen wir auch hier. So. So, so. Das könnte auch einen bedeutenden Unterschied noch gemacht haben, dass ich das dann hier nochmal, also die Fahrzeughöhe verändert habe, dann im Setup in Melbourne. Nehmen wir auf 70. Obwohl, ich könnte eigentlich 71 lassen. 62 sogar. Gibt es ja doch ein paar Stellen, wo man deutlich schneller ankommt am Bremspunkt. Das hatte ich, glaube ich, auch so in Melbourne dann im Rennen. Ballast Nummer 5 wieder. Das lassen wir erst so. Speichern. So, das erste Setup. Ich blende jetzt erstmal alle 1 für jede Strecke. Ich sehe auf welche, also ich sehe, dass es eine andere Strecke ist. So. Machen wir erstmal wieder Streckenakklimatisierung. Mensch, ey. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Mach mal. Weil natürlich will ich wieder. Ja, doch, haben wir in Melbourne geschafft, also wieder lila schaffen. Ist gar nicht, wenn man das in einer Runde schafft, ob das schon vorbei ist. Ich glaube schon. Hauptmotorreifen, okay. Thank you.
Oh Gott. Deutlich zu schnell eingebogen. Bahrain ist ehrlich gesagt nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke. Also mag es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also zumindest kam ich bis jetzt nicht so richtig zurecht. Manche Stellen, das ist wirklich knifflig hier zu fahren, finde ich. Hier die Kurve mag ich eigentlich. Die würde jetzt mal eine Folge gehen hier. Jetzt deutlich zu spät, sonst hätte ich vielleicht weitergemacht, aber ja. Ich hoffe, das schaue ich jetzt nicht allzu sehr. Ich habe ja sonst das Zurückrollen ausgestellt. Bin ich aber auch selber dazu. Also auch wenn ich in dem selben Moment dann vielleicht mal reagieren würde und benutze, aber wenn ich so für mich war, aber im Endeffekt im Nachhinein würde ich lieber nie genommen haben, weil es einfach realistischer ist. Nicht. Manchmal bringt sie auch in schöne Situationen, in die man sonst nicht kommt. Schau mal den Top Speed. Da noch 40 im Mittel, so. Sollte man mit dieser ersten Runde schon mal das Grüne sicher machen. Das ist mal ganz gut, das nimmt schon mal den Druck weg. Wieder ganz gut aus bis jetzt. Das ist die erste Kurve, was eigentlich ganz okay. Wir bremsen mich hier zurück. Ich bremse deutlich zu wenig, das merke ich. Ich bin das mal gewohnt, ich habe das im Grunde genommen an 2014, dass ich nie voll bremsen darf. Jetzt habe ich aber schon so weit hochgeschraubt, dass ich bremsen muss, damit die gewünschte Bremswirkung erzielt werden kann. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Naja. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Wieder nicht. Weil die erste Kurve treffen, wenn ich das schaffen will. Wenn im Mittelsektor werde ich dann vielleicht ohne alles grün schaffen. Das ist einfach nur leicht.
Anfang des Mittelsektors noch. Das finde ich genauso wie vor uns ungefähr. Nicht ideal, ich glaube, da verlieren wir auch für uns, wir haben da schon wieder Punkte, aber ist erstmal nicht so schlimm, solange wir erstmal den Reifen fest schaffen. Und den Qualifying-Test-Test bin ich da relativ zufrieden. Wenn ich jetzt von allen erstmal Punkte mache. Okay, schneller kann ich am Scheitel nicht fahren. Muss ordentlich nehmen durch. Weil die Geschwindigkeit spielt auch eine große Rolle bei der Farbe dann. Lila war. Das war zu lang. Ja. Die Runde läuft aber jetzt gut. Habe ich schon so viel wie vor uns vor der letzten Kurve. Doch er rennt nicht da wieder. Macht aber keinen Unterschied. Weil ich noch das Tor erwischt habe. Das war jetzt natürlich eine unrealistische Linie, aber. Gut, ein bisschen verbrennen, muss ich so fahren. Das wird schwierig. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Obwohl, komm schon noch ein paar Gates. Tore. Wichtig, das überhaupt noch zu treffen. Alles klar, das Programm ja. Ist abgeschlossen. Oder? Hast du es geschafft? Was, lila? Nee, ich glaube nicht. In die Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. Okay, die Zeit. Ich glaube nicht, dass es lila war, oder? Es war am Ende auf jeden Fall eng. 440, was braucht die 435, oder? Ich glaube, es war lila. Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session montiert. Gut, 30, aber hoffentlich erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. 30 und 50, da war es grün wahrscheinlich. Naja. Wir haben noch keine Reifen einer Rennsimulation unterzogen. Uns stehen noch mehrere Sessions zur Verfügung. Ich würde gerne wieder mit dem Supersoften fahren. Aber was ist? Ich würde mit dem Supersoften gerne fahren. Ich hab's noch nie geschafft. Was mache ich jetzt? Halte Punkte 60. Vielleicht schon mal nicht unzufrieden damit bin ich. Das schaffe die 60. Ich denke, wenn ich 7 grüne Runden schaffe, also da hätte ich 70 Punkte, ziemlich sicher. Ich weiß aber nicht, ob 70 Punkte für Lila reichen. Ich glaube nicht. Das hat ja übelst das Untersteuern. Ich habe die Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Ne, auf keinen Fall. Mist, ey. Ach man. Ja, die wird jetzt schlechter, die zweite Zeit, die fahren. Das ist jetzt 38, die uns jetzt macht.
Aber ich habe trotzdem nie geschafft. Oder jetzt 38 Info, das würde ich gerade habe, ja. Also im Mittelsektor habe ich deutlich Zeit verloren gerade eben und am Ende auch. Wollte ich dann einfach zu viel. Boah, ey. Echt schlecht. Hat eben nicht viel besser irgendwie. Jetzt muss man eher runter, wenn es ein paar Punkte waren. Erstmal ganz schön verbrennen, das ist super. Hier hatte ich gerade die meisten Probleme. Zumindest auch viele. Die meisten Probleme kommen im Backhoe, wenn man so immer hat. So, jetzt muss ich bloß das Reifenmanagement noch schaffen. In der Zeit sieht es gut aus. Ja, das waren die ersten Punkte. Zähne. Das Tempo war in dieser Runde sehr gut. Die Reifenabnutzung. Muss auf jeden Fall noch 2x15 schaffen. Oh je. Na gut, zum Glück ist das keine besondere Zeit, sondern da waren nur die Reifen. Fenster halten, aber es wird ohne einfach. Ich habe ja noch genug Reifen jetzt, um mal einen zweiten Versuch zu machen, zur Not. Das war die Kurve, die den Reifen ganz schön zugesetzt hat, komischerweise. Und jetzt bin ich deutlich smoother durchgefahren. Einfach wenig einlenken, darum geht's ja eigentlich. In die Einlenken, keine stehenden Räder, den durchbrennen. Bis aufs wenig Einlenken ist eigentlich realistisch. Also in echt, das sollte ich um zu stark einlenken, aber es braucht jetzt sehr wenig. Nicht einlenken, durchbrennen. Kurs recht die Zeit schaffe. Ja. Okay, das Tempo haben wir schon gut im Griff und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt als wir erwarteten.
So, jetzt muss ich das auf jeden Fall noch immer wiederholen. Und dann muss ich immer wieder grün fahren. Besser hier zurechtkommen, wie es sein soll. Mist, Mist, Mist. Das kann es gewesen sein. Ich möchte noch in die Zeit reinkommen. Schaffe ich nicht. Kann ich jetzt aufhören. Wenn ich die letzte Kurve richtig erwischt habe. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte ich kriege, wenn ich es nicht schaffe. Wahrscheinlich nicht viel. Ich werde das Ganze beim zweiten Mal dann wahrscheinlich mit Soft machen. Das werde ich aber euch ersparen, denke ich. Sehen wir uns dann am Ende vom zweiten Mal wieder. Aber erstmal machen wir das noch zu Ende. Gucken, was wir hier kriegen werden. Oder 10 Punkte kriegen wahrscheinlich mit solchen Punkten. Schon die letzte Kurve wieder so nehmen wie vor und zurück. Nicht überhaupt noch zu schaffen wahrscheinlich. Naja, schaffe ich mal. Gucken, wie die Zeit jetzt richtig kurz wird. Höchstens 40 Punkte schaffe ich. Ich werde mal versuchen, jetzt einfach noch 440 zu erreichen, 40 Punkte. Dafür muss die Runde jetzt auch schon wieder perfekt sitzen, in allen Belangen wieder. Na gut. Ist so zu Ende fahren. Gucken, ob ich da überhaupt was kriege. Drücken wir mal testen. Reifen sind auf jeden Fall ziemlich schnell zerstört gewesen jetzt. Muss ich mal sagen. Ja, jetzt bin natürlich äußerst unsanft gefahren. Manche Verbrennungen und sowas. Und sowas darf man sich hier auf jeden Fall nicht erlauben, irgendeine Kurve mal komplett durchweg zu stark einzulenken. Weil dann ist die Leiste komplett und man hat doch keine Chance schon wieder. Ein Programm, das wir vor dem Qualifying durchführen sollten, ist das Qualifying-Programm. Bereit?
so gut wie möglich vor. Null. Wir wollen am Ende nicht von ganz hinten starten. So, dann mache ich das jetzt nochmal so. Und wir sehen uns. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Na, Sie seht, wir sind jetzt wieder am Ende des Trainings angekommen. Jetzt mit den Softreifen kam ich überhaupt nicht zurecht. Die Titan waren fast unerreichbar, aber ich war halt immer ein kleines bisschen zu langsam, so eine halbe Sekunde etwa. Von dem Verschleiß ging es, aber ich habe jetzt dann auch einen Unfall gebaut und vorne den rechten Reifen abgeschlagen in der vorletzten Kurve. Es war jetzt nicht allzu heftig, aber es ist halt trotzdem abgegangen. Ja. Und jetzt werden wir erstmal wieder Punkte kriegen hier. Leider wahrscheinlich nicht genug, um Upgrades zu machen schon. Im Auto. Naja, gut, 80. Da müssen wir aber noch ein Training machen, um auf 350 zu kommen. Ne, hier ist jetzt ohne mehr. Gehen wir einfach ins zweite Training. Dann werde ich jetzt erstmal mit dem Qualifying-Tempo anfangen. Warte mal. Ich möchte aber, dass die richtigen Reifen drauf sind. Lass mal Setup machen und roten Reifen drauf klatschen. Bums. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Soll ich das jetzt mal versuchen, ob ich hier eine Chance habe? Da ich das jetzt Anfang der Session ist, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich weiß wirklich nicht, zu welchem Zeitpunkt man eben 20 sein muss. Das ist 35,2 ist aber eine starke Zeit. Ich denke, die wird jetzt, wenn die anderen nicht, na gut, kommt drauf an. Die anderen eine Zeit fahren, die schlechter, das heißt, die werde ich wohl die schlechtere schlagen müssen dann. Die anderen. Wenn es drin reicht, so ist, will ich viel zu hoch. Da komme ich mal nie hin. Auch wenn ich die schwierigste Kurve jetzt gut gemeistert habe. Science hier vor uns ist. Aber wer immer jetzt die Zeit setzt hier. Ja. Science ist nicht. Wir kommen nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Da bin ich sauber vor uns, auf den wir hier auch minimal gut machen. Da geht jetzt aber erst auf die Runde. Ich hoffe, dass der schlechte Reifen, also meine keine Superstops im Kopf hat. Dann schließe ich es mal aus. Das würde ich schlagen können. Der Kapp ist schon ein bisschen davon jetzt hier. Aber wieder gut durchgekommen, ziemlich aggressiv irgendwo. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist, das Rennen. Lastwechsel.
schon bei 24%, sondern die sind doch frisch. Hier ist der Reifenverschleiß, ist hier extrem. Ja gut. Das ist glaube ich ein rauerer Asphalt hier in der Wüste. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Ja, ich dann werde ich es drinnen schaffen können. Hätte das vielleicht zum Zeitpunkt machen sollen, wo schon schlechte Zeiten stehen. Aber jetzt ist nämlich diese Computervorgabezeit hier, die wahrscheinlich viel zu stark ist. Da werde ich jetzt nochmal auf Wiederholen gehen. Aber ich starte die Session sogar nochmal neu. Habe eh keinen Fortschritt gehabt jetzt. Ein Spur erst mal ein bisschen vor. Warum geht denn das, ne? Zeit beschleunigen. Warum kann ich die Zeit nicht beschleunigen? Das ist aber ärgerlich. Na gut, dann fahre ich erstmal den anderen Test nochmal. Kurven 9 und 10 sind sehr schwierig. Ignoriere 9 so gut du kannst. Bleib mittig und nimm das sie gerade, dann, damit ich, du für die 10 bereit bist. Fürs dritte Freitraining, ja, kann ich das da machen. Denk daran, dass es bei der 10 vor allem um das Ausfahrtstempo geht. Nimm den Scheitelpunkt nicht mit zu viel Schwung, da du sonst untersteuerst und im Sand landest. Probier ich doch nochmal das hier. Das sah ja gar nicht so schlecht aus vor uns eigentlich. Setup für dich. Ich kann auf jeden Fall die Bremskraft noch mal ein Stück runterschrauben, weil hier auf der Strecke ist es wirklich wichtig, an vielen Stellen kein stehendes Rad zu haben. Und das habe ich ja immer. An den Stellen. Das sieht okay aus. Ja, knapp hinten, aber jetzt können wir wieder zwei Grad nehmen, oder wir gucken mal. Aber deutlich gut machen wir doch. Yes, erste Lila. Wir können es noch weitergehen. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Das passt sich im Vergleich der
wir gleich zur letzten Runde an, weil ich habe jetzt wieder eigentlich so stark eingelenkt vor uns und dieser rechts da ist mir jetzt nicht abgezogen. Vielleicht stellt sich das auch ein bisschen auf deinen Fahrstil an. Halt, meine ich. Sieht sogar noch ein bisschen besser aus, zumindest von der Zeit. Und die Reifenverschleiß. Gute Kurve dafür kommt jetzt eigentlich immer. Wenn man richtig gut machen kann hier. Dieser Übergang, der ist richtig gut dafür. Jetzt haben wir doch mal Zeit wie vorn so ungefähr. Sehr schön. Etwa wieder wie vorhin. Also wir sind mit der Zeit jetzt von Runde zu Runde immer ein Stück weiter vorne gewesen. Hier. Liegt vielleicht daran, dass wir halt immer weniger von uns erwarten, wegen Reifenverschleiß oder stört uns anscheinend nur so. Das macht den anscheinend nur ganz so viel langsamer, wie wir denken. Sehr schön durchgebrannt. Relativ zügig diesmal. Jetzt haben wir schon 45 Punkte, 15 brauchen wir mindestens noch. Also 15 brauchen wir noch erstmal für grün. Wenn es so weitergeht. Ist lila oben drin. So weit vorne mal. Ah, reicht aber wieder. Hat das bis jetzt zumindest. Jetzt sieht es wieder super aus. Eine halbe Sekunde vorne. Ich glaube, die Zeiten werden sogar fast besser. So, dann haben wir schon mal grün im Sack, das freut mich sehr. Brauchen wir noch mindestens 2 grüne Runden. Aber wir können ja auch so weiterfahren wie jetzt erstmal. Ja, das erste Mal hinten her. Aus dem ersten Pole. Zeit sollte man auf jeden Fall schaffen, weil ohne Zeit gibt es keine Punkte. Lila ist nicht ganz so wichtig.
rausgekommen hier. Es wird schwierig. War eine super letzte Kurve. Die hatte ich, aber es wird mir reichen. Schade. Super Runden von jetzt. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ich weiß nicht, ob die das Niveau jetzt angehoben haben. Die Zeiten sind auch nur noch schlechter geworden, aber vielleicht wären die, wenn ich das nicht so schnell geschafft hätte, dann noch weiter im Keller gegangen. Die Erwartungszeiten. Bitte lass es so sein, dass der uns überhaupt nicht stört. Manche Probleme jetzt hier in der Fraktion. Egal, ob ich jetzt lila oder grün schaffe, solange ich es schaffe. Das könnte uns jetzt noch ganz schön Probleme bringen hier. Das händelt mir fort. Okay, ist gut gegangen. Das Tempo ist gut und die Reifenabnutzung in der letzten Runde war auch okay. So, wir brauchen jetzt Punkte. Du kennst, die wirkliche Wertung reicht aber schon. Dann habe ich mich jetzt wieder wohl verbremst, aber jetzt ist das Niveau wieder 4 Zehntel runtergegangen. Ich glaube mir, dass vom Reifen alleine die Runde 4 Zehntel schlechter wird. Na gut, kann schon sein. Ich hoffe es aber nicht. Oh Gott, der wird es ja schaffen, weil bei dem haben wir ja locker drin, glaube ich. Zumindest war mal drin. Aggressiver gebremst zumindest jetzt. Bin deutlich von. Diese schlechte Zeit vor 2 Runden kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Aber danach bin ich so schlecht geschaut, da hast du dann trotzdem wieder locker geschaut. Und jetzt sind noch locker. Gut, halt, da kann ich jetzt wahrscheinlich killen. Und doch jetzt schaffe ich grün, weil ich jetzt am Ende wieder richtig rausnehmen konnte. Ah, ich schaff's doch mal. So grün schaff ich da, aber kein lila mehr. Das Programm ist abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Also diese 7 Runden, das ist so fast das Limit. Mein Reifen, ich verschleiß. Ich weiß ja nicht, ob dadurch jetzt der Reifenverschleiß sinkt generell vom Auto. Das wäre natürlich mir in echt so. Gut, man könnte halt jetzt irgendwelche Daten auslesen, wo man im Setup etwas ändern würde. Aber solange ich jetzt wirklich selber nicht am Setup ändere, würde in echt nichts passieren. Dass man von wegen Reifenverschleiß wird geringer, aber es kann natürlich sein, dass das Spiel so ist, da hat man dann auch noch ein bisschen mehr davon. Ja, hier sehen wir es nämlich auch, glaube ich. Warte mal. Wir sind immer. Oh, was ist denn das, diese rote Linie? Ich hätte jetzt gesagt der Abstand, aber das ist es nicht. Rechts ist der Abstand, glaube ich. Ja. Naja, warte mal. Durchschnittliche Rundenzeit. Ach so, ja, doch, klar. Ja, sicher. Die rote Linie ist unsere Rundenzeit immer. Am Ende waren wir ja dann richtig weit weg. Und mit 3 und 4 waren auch richtig gut.
30. Im Verhältnis zu dieser anderen Zeit da, die sie von uns erwarten. Und links ist Reifenabnutzung, okay. Die gestrichelte Linie ist wieder die Erwartung und wir wieder deutlich drunter. Selbst in dieser roten Runde haben wir echt gar nicht. Achso, da haben wir es bloß von der Zeit nicht geschafft, klar. Und dann, die wäre nämlich unlila geworden, so wie es aussieht von der Linie, vom Verlauf, weil dann ging es immer ein bisschen mini, vielleicht ein paar Grad, ein paar wenige, sieht man fast kaum. Sieht man fast gar nicht, aber da geht es dann wieder ein bisschen steiler runter. Also wir hatten quasi fünfmal lila und dann zweimal grün. So, das machen wir jetzt noch hier dann, im dritten freien Training allerdings, weil wir haben jetzt ja keine roten Reifen erstmal. Und ich will erstmal gucken, was, ob ich es überhaupt schaffen könnte von der Zeit, was fahren die. Naja, 36.0 hinten, da kann ich schon, eventuell, kann ich schaffen. Also ich werde das Training jetzt aber erstmal beenden hier. Kriegen wir wieder schönen Punkte, da können wir jetzt auch das Update machen, da bin ich mir sicher. Alle Autos sind über die Ziellinie wahrscheinlich und was die übrig. Top 3 steht. Es wird, Leute, es wird. Ich freue mich dann schon, wenn wir aus eigener Kraft das erste Mal wirklich mit so um Platz 15 oder sowas kämpfen können. Also Top 10 ist nämlich vielleicht erstmal ein bisschen hochgegriffen noch. 369 Laptop. Forschung und Entwicklung, F&E. Zack, Bums. Sauber, hat jetzt Renault überholt auf der Liste. Gibt es sonst irgendwelche Änderungen? Toro Rosso ist glaube ich, ich weiß nicht, ob Toro Rosso von Anfang an dort gestartet ist, aber ich glaube Toro Rosso und also Honda ist auf jeden Fall nach vorne gekommen. Glaube ich, was India ist zurückgefallen, zwei Plätze meiner Meinung nach. Finde ich nämlich interessant, wie die anderen sich dann gegenseitig so überholen. Jetzt sind wir fast dann auf Renault-Niveau. Ach, Monkey Seat, okay. Das ist über dem Auspuff. Steht das dort sogar auch? Ja, steht sogar. Na gut, steht so. Ne, gar nicht. Ja, doch, klar, steht's. Steht da, so. Jetzt haben wir's. Verlauf, was ist denn mit Verlauf gemeint? Warum kann ich denn das? Ach so, das kann ich nur mit dem Controller machen. Das war vor uns auch das Problem. Hier, Motorleistung. Ne, Luftwiderstand ist das. Ja, blau wird jetzt Abtrieb dazukommen. Ach so, es ist bloß. Ja, klar. Das anders geht ja auch nicht. Bloß so stufenweise aufgebaut. So, das war's jetzt hier. Na gut, ist ja eine Folge noch, klar. So, jetzt werden wir hier mal versuchen. Ja, vorzuspringen geht ja mit Controller, stimmt. Das war für uns das, was ich meinte, was nicht ging. Ich muss erstmal so lange warten, bis hier eine Zeit steht, die schlechter ist als die Prognose. Also das, was wir von uns erwarten. Ja, ich glaube, in 36.5 konnten wir fahren vor uns am besten. Als Bestes oder so. Mal gucken. Ich denke mal, das Update wird sich jetzt noch nicht bemerkbar machen. Ich bin mir wirklich, wie gesagt, noch nicht sicher mit diesem Orange. Was, ob das nur jetzt schon das dazukommt oder ob einfach die Entwicklung so weit ist davon. Das zweite trifft auf jeden Fall zu, aber ob das erste auch zutrifft, weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall schon ein paar Zeiten gefahren. Ich muss halt warten, bis wirklich. Boah, Eriksson. Die wäre echt ziemlich stark, die Sauber jetzt. Na gut, die hat einen ganz schönen Sprung. Jetzt müssen wir auf die Renault gucken. So, jetzt sind 35.1, da kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Ich kann trotzdem mal schnell gucken. Ich glaube, jetzt sind nämlich softe Fahrgäste, super softe Fahrgäste für die Trainingseinheit. Oh nee, wir können das wieder nur mit hart fahren. Gut soft, naja, aber trotzdem bringt das nicht viel. Naja, ich kann es aus Verzweiflung versuchen, aber es wird wohl nicht. Ich habe gedacht, wir haben jetzt den super soft dafür, weil das so komisch. Achso, da war der super soft fürs Qualifying und der Rest fürs Rennen. Okay. 35.4, nein, da komme ich mit soft niemals hin. Super soft wahrscheinlich ohne.
Wo Werlein fordert jetzt meine Zeit. Gut, Werlein ist jetzt rausgefahren. Bin mal gespannt, was der fährt. Könnte man mal vergleichen, weil der fährt ja auch mit Söftl. Okay, wie du weißt, ist das die dritte und letzte freie Trainingssession des Wochenendes. Wenn wir unser Qualifying-Programm durchführen wollen, was ich dringend empfehle, ist das unsere letzte Chance. So, da werde ich jetzt mal rausfahren. Ich könnte ja nochmal Sprit rausnehmen. Das wäre echt richtig geil, wenn ich das schaffe. Hätten wir alle geschafft, diesem Wochenende. Ich brauche nicht drüber sprechen, glaube ich. Das ist immer so gelassen. Hätten wir alle drei mit Pink, oder zumindest abgeschlossen, ja. Aber das werden wir jetzt sicherlich nicht mit Lila schaffen. Hauptsache schaffen sie. Und ich darf mir das auf jeden Fall Lippe das dritte freie Training aufhalten. Aufheben, meine ich. Muss im ersten Spiel machen und im zweiten dann. Oder ja, doch, im zweiten muss ich dann zweimal. Ich weiß nicht, ob man sich Reifen sparen kann vom ersten bis zum zweiten Training. Ich denke aber schon. Ich denke mir. Einfach rausgefahren, fällt mir gerade auf. Ey, ich bin auch einer. Eieiei. Wir müssten auch noch genug Zeit haben eigentlich, oder? Jetzt können wir mal gucken, ob die jetzt schon eingeblendet ist. Die Kurve ist in der Super gefahren mit dem Flieger. Und sind wieder noch keine 21 Zeiten gesetzt, aber doch, sind schon. Gelb. 35-0. Super. Sektor ist wieder ein besserer Sektor. Ich habe noch nichts dazu sagen, aber es, wir hätten es sonst nicht geschafft, denke ich. Oder wir würden es sonst nicht schaffen. Wir machen es ja nicht mehr bei. Wirklich? Und der 21 jetzt, ja, da wissen wir, der 22 wirklich eine 1,5, weil ich 0 gefahren ist, brauche ich natürlich fürs Qualifying keine Hoffnung mehr. Ich hätte gedacht, hier können wir vielleicht unsere Teamkollegen sogar schon schlagen, wenn wir Melvin überraschend nah dran waren, nach so kurzem Auftakt da in den Trainings. In die Zeiten kann man lange rein. Nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Ich könnte es vielleicht doch schaffen, das abzuschließen von der Zeit. Es wird ganz eng. Aber ehrlich, du musst jetzt eine richtig Bombenzeit fahren. Nee, Quatsch. Das schaue ich mir ganz durch. Das hängt was von 5 Sekunden ab oder so. So,
viel schneller unterwegs als gerade eben bei 10 als 14. Jetzt in 7, dann ist es bei unserer Zeit. Okay. Schon gedacht. Aber wir sind deutlich schneller geworden schon wieder. Wenn wir nicht mal zufrieden damit, wenn er in 6,35 wäre ich zumindest zu dem. Schaffen wir aber nicht ganz, jetzt bin ich ja noch blöd hier gefahren. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Rosberg, Vettel und Danny Quert. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Naja, 7-3-1. Aber es ist schon ganz schöner Abstand zu unserem Teamkollegen. Aber naja, vor uns sah das im Training ähnlich aus und im Qualifying waren sie dann nicht ganz so stark. So, mal gucken, was wir noch kriegen an Entwicklungspunkten. Naja, gut, 42. Ja. Und ich würde sagen, hier an der Stelle sehen wir uns dann wieder zum Qualifying. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ciao, macht's gut.